Yep, es ist ein Dungeon. Okay. Ach, guck dir mal an. Habe euch nicht schon woanders getroffen? Da sind die Wolkenfliegen nochmal. Trauriges Lied, aber gut gemacht, ja. Es geht mir immer sehr ans Herz, das Lied. Das sind die richtigen Noten. Die ziehen so richtig, wenn die in der richtigen Reihenfolge und Länge sind, dann ziehen die so richtig rein. Unter die Haut. Au. Dein Wolf ist tot. Diese Fliege ist stark. Gott sei Dank gibt's die nicht in echt. Gott, wenn es die in echt gäbe, müsste man sie, also die Fenster ja voll verbarrikadieren, weil man immer Angst vor dieser Kackfliege haben muss. So. Ein Dungeon ist das. Okay, dann, ne? Natürlich sind hier auch Elfen drin. Es ist ja der Elfenkontinent. Undi? Oh, so einer. Okay. Der spuckt gleich erstmal Feuer hier. Hält aber nicht lange. So. Wenn der alleine ist, ist der nicht so fies. Oh, hi. Was versteckt? Nein. Da könnte aber was noch versteckt sein. Ja, gib her. Kartenstrom. Klingt auch nach etwas für Ruby. Heilelixier. Ah, ich dachte, du gehst nach unten weiter. Okay, was haben wir hier? Ein Lich. Zwei Elfen. Ein Lichi-Lich. Zauber auf deinen Lich-Kollegen. Ach, schade. Wäre interessant zu wissen, ob den das tötet. Yeah. Oha. Ja. Das ist High-Level-Magie. Au. Ja gut, was soll man erwarten von einem der höchsten Untoten? Da sind sie zumindest in den meisten Welten. So, Litsche. Isaac, du darfst wieder heilen. So. Oder hat das die Elfe gerade gezaubert? Nee, das war der Lich, ne? Wo ist die blöde Treppe? Da drüben. Bist du eine Sphinx? Nee. Eine Hydra mit zwei Salamander. Glumander. Alles klar. Weißt du was? Wenn du schon so darauf hindeutest, dass du ein Feuervieh bist, dann müsste doch Blizzard gut sein. Hast du was? Was gegen alle Feinde? Nee, gell? Nee. Du greifst mal die Hydra an. Wie viel machst du? Ja, das ist doch ganz gut. Sprung. Ja, Blizzard ist ordentlich, damit der Frostfee, dass er eine Stufe stärker ist. Ja, sehr gut. Und das, obwohl er eigentlich kein Magier ist. Okay, das tut weh. Nee, nicht wirklich. Drei und vier und fünf. Sechs. Naja, sieben Köpfe der Hydra. Nein. Oh, achtmal. Echt jetzt?
Ich sehe aber nur 5 Köpfe. Alter Schwede. Acht Angriffe macht das blöde Vieh. Oh, Karten bringen nichts gegen die. Ja gut. Diese Wasserkarte vielleicht, diese Kelchkarte hätte vielleicht was gebracht, aber nicht die, die sie gerade hat. Ja, sie hören sich auf jeden Fall nach Viechern an, die schwach gegen die Eis- und Wassersachen sind. Steht zwar nicht Feuer vorne dran, aber kommt. Sieht aus wie ein Feuerdrache und heißt Salamander. Oh, hallo. Du willst dann nur hin und her laufen? Oder so? Geht auch. Nein, dreh dich nach oben. Nicht, dass das eine Falle ist. Das wäre kacke, ne? Okay, die laufen immer das Gegenteil von mir. Dann tricksen wir die so aus. Und wo ist der Drache, der hier drin war? Der ist fort. Okay. Oh, hallo Kiste. Da ist bestimmt auch mal ein Lich. Den umgehen wir jetzt mal kurz. Oh, nice. Da, 2, 3 Hundi. Was machen wir gegen euch? Nee, Feuer wahrscheinlich nicht. Was konntest du noch so? Du hast Tornado. Das hat das Kleine. Das ist halt die Kleine. Da ist es bei ihr besser. Sie kann neben Tornado zumindest noch Blizzard. Du kannst leider keine Magie, so. Naja, das wird schon funktionieren. Höllenfeuer. Nächste Reihe, so. Überleben wir. Sehr gut. Der ist bissig, aua. Warum heilt dein Was hast du für eine Waffe? Muss ich gleich nochmal gucken. Ei, 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 au. Deine Karte heilt die ja auch noch. Verdammt, was habt ihr für Waffen? Die machen aber Waffen unabhängig Schaden. Oder auch nicht. Weil er tot ist. Okay. Nein, nein, nein. Ah, eins nebendran. Jetzt habe ich mich vertippt. Diese Hunde sind übel. Ah, ich wollte eigentlich Randolph wiederbeleben. Und habe eins zu früh A gedrückt. Naja. Ups. Eventuell kann es passieren, dass ich nochmal eine Offstream-Grind-Runde machen muss. Sollten wir nicht vorankommen bei irgendeinem Gegner. Hau drauf. Habe ich das nicht schon woanders bekommen? Das gefällt mir gar nicht. Das brennt aber nur gegen einen. Besser als nix. Breitseite war die mit mehreren Streffern, genau. Du haust einfach so drauf. In der Hoffnung, dass irgendwas davon stirbt.
Ich hoffe, mein Schatz hat seinen Schirm mitgenommen. Wenn so wie sich das gerade anhört, fängt es gerade an zu regnen. Da ist ein Phönix und kein Rache, aber egal. So. Dürfen wir jetzt weiterziehen? Na, wobei, da könnte noch was versteckt sein. Nee? Okay. Dann gehen wir weiter. Wir müssen noch weiter zur Milka. Kuh. Elfe. Au. Da ist nochmal so ein Hund. Du haust gezielt auf den Hund drauf und... Eieiei, leider habe ich keine Punkte. Hattest du nämlich Eisschlag? Das wäre jetzt so genial. Hast du aber nicht. Dann zauberst du mal. Vielleicht mache ich die Grind Session trotzdem zum Spaß, um alle Ausrüstungssachen und alle Zauber abzugreifen für den letzten Kampf. Schauen wir mal. Nützlich wär's. Es wäre auf jeden Fall nützlich. Ich habe schon wieder vergessen, nach seiner Attacke zu gucken. Nach seiner Waffe. Jetzt ist er eh schon wieder down. Der ist weg. Und der auch. Der arme Randolph, der kriegt hier keine Erfahrungspunkte gerade. Sorry. Und Isaac geht das Mana aus. So langsam. Ausrüstung. Was hat er denn gerade ausgerüstet? Schwerer Zweihänder. Da steht aber nichts von einem bestimmten Attribut oder so, weil die Textbox zu klein ist. Scheint aber irgendein Zusatzelement zu haben. Weshalb das manche Gegner heilt. Und bei der Dinge. Was für Karte hat sie? Stabkarte. Repräsentiert Feuer. Ja, okay. Macht Sinn, dass diese Karte von der Ruby natürlich nichts gegen Gegner mit Feuerattribut bringt. So lang grinden, bis man den Endboss mit einem Hieb ins Nirvana befördert. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel machbar ist. Und wenn, dann dauert das sehr, sehr lange. Ich habe das damals versucht auf meinem... Originalmodul. Hab's aber nie zu Ende gebracht. Wollte ich auf bis aufs Max-Level hochtrainieren. Da will ich nicht reinlaufen. Aber irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr darauf. Oha. Da sollte ich nicht lang, da ist ein Loch. Oh, das ist aber nicht der einzige Weg da weiter runter. Gut. Wenn jetzt genau da drüben nämlich die Treppe weiter hoch wäre, das wäre jetzt ziemlich kacke. Elixier? Nee, okay. Gut. Aber ein Elixier nehme ich. Dann muss die Treppe irgendwo da drüben sein. Neue. Neuen Text, den ich noch nicht kenne. Aber wirklich so lang grinden bis zum Maximum. Oh Gott. Da würde ich Kirre werden. Das könnt ihr euch irgendwann mal als Strafe für mich vielleicht überlegen. Oh, der sieht aber... Ein blauer Drache ist wahrscheinlich kein Feuerdrache, ne?
bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was für ein Element der hat. Könnte es ein Eisdrache sein? Du hast das mal in Pokémon Blau gemacht. Bis du alle auf Level 100 hattest und deinen Top 4. Aber nur dein Team von 6, ne? Nicht alles, was du gefangen hast, sondern wahrscheinlich nur dein Team, das du für die Top 4 genommen hast. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was für ein Element die haben. Ahaha. Ob die Feuerwaffe was bringt. Rionetstrahl. Okay, das ist Blitz. Das tut weh. Und der scheint immun gegen Fäuste und Feuerwaffen zu sein, scheinbar. Da steht leider immer noch Donneratem. Ja, das sind Blitzdrachen. Ei, 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 au. Und da fallen drei um. Und da fällt noch einer um. Nee, Quatsch. Heilen. Hier. So. Bevor der Rest auch noch umfällt und wir den Dungeon nochmal von vorne laufen dürfen. Hat nur das Team für die Top 4 auf 100 gebracht. Dachte ich mir schon. Die komplette Sammlung wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Ich habe das damals versucht. Sogar mit den gecheateten Missing No Sonderbonbons, aber irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr. Sie, damit sie weiterkämpfen kann, so mehr oder weniger. Wie bitte? War der Waffentyp dafür nicht egal? Oder warum hat es jetzt nicht funktioniert? Endlich ist einer weg. Ey, die Mädchen hinter mir streiten wieder irgendwas. Man hört sie wahrscheinlich sogar rumpeln. Doppeldritt. So. Also bei Schnitter ist das Element von der Waffe egal. Aber bei diesem Kraftding, keine Ahnung, warum der jetzt dreimal gemisst hat. Das war ziemlich kacke gerade. Eieieiei, alle umgefallen. So. Diese zwei Drachen, weil ich halt eben gerade nicht wusste, was für ein Element die haben. War ein bisschen fies. Kein Versteck. Komm schon. Och, enttäuschend. Da ist Freiraum nach da drüben. Und ja, noch nicht jemand nach unten. Och komm. Eine Riesenlücke. Hättest du mir einen Geheimraum geben können, blödes Ding. Noch mehr Drachen. Nein, kein Bock. Da bin ich schnell weg. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich hier XP skippe, aber... Holla! Die blauen Drachen sind ja fies. Und da kommt noch mehr Viehzeug. Ja. Jetzt sind es ein grüner und ein weißer.
Ach du meine Güte. Womit kann ich die jetzt verletzen? Ich mach's einfach mal. Mal sehen, ob ich es jetzt gleich bereue. Wenig Schaden. Der Grüne scheint aber ein bisschen dagegen empfindlich zu sein. Ja, es hat der Reflektor gezaubert, Kacke. Okay, dein Typ ist Eis. Aber du bist nicht komplett immun. Jetzt bist du alleine. Okay, das war jetzt wesentlich einfacher als zwei blaue. Fledermäuschen? Nur Fledermäuschen, okay. Gott, wie groß ist denn dieser Schrein noch? Ja, Level-Ups, die kann ich gerade schon irgendwie doch gebrauchen. Hallihallo. Ja, gib her. Na, Hydra lege ich mich nicht nochmal an, nein. Kann mich mal. Ebene 9. Und noch weiter runter, wieder zurück will ich nicht. Ich will eigentlich weiter hoch. Du bist sehr geizig mit Geheimgängen, weißt du das? Keine Shiny Vesprit und keine Geheimgänge. Oder so gut wie keine Geheimgänge. Okay. Da ich jetzt aber weiß, dass das Dingsdrachen sind, die müssten dann als Gegenstück damit ein Problem haben. Nein, oben ist Magie. Ah, du hast aber nicht Ding. Dann nimmst du das. Aber du hattest doch, glaube ich, auch... Ja, du hast Blutball. Der geht dann sogar gegen alle. Ja, muss, das war gut. Ja, okay, das ist nicht so stark. Schauen wir mal, wie stark jetzt gleich Feuer gegen ein Ziel ist. Ui, es tut weh. Nochmal. Nein! Die sollte doch noch Phönix zaubern. Drecksvieh. Die sollte doch noch Phönix zaubern. Stirbt damit jetzt. Danke. Und der auch? Gut. Oh, da kann sich heilen, okay. Ach du meine Güte. Da werde ich aber neidisch. Bei so viel, wie du da heilen kannst. Der ist aber sowas von wieder ganz voll. So, jetzt nicht mehr. Jetzt wohl anfangen, Götterdrähnen zu verwenden. Wie viele habe ich denn? 31.
Muss ich jetzt aber mal eins anwenden hier. Ich hatte einen besseren Preis erwartet, aber gut. Wo ist Rexy Bexy? Mag nicht, okay. Wo ist die Treppe? Oh. Einmal im Kreis. Einmal im Kreis für die Treppe. So. Weit sollte es nicht mehr sein. War das jetzt nicht eben schon neben einer 9? Ja, sehr schön. Ah, nein. Ich wollte noch nicht wieder runter. Wir sind hier noch verabredet. Da ist sie. Ihr guckt in eine Kristallkugel. Da, du bist Elfe, kein Hexer. Ich bin Milka. Ich habe auf euch gewartet, Kinder der Seelenkraft. Ich bin Vayne. Wir sind hierher gekommen, weil wir darum gebeten wurden. Warum hast du auf uns gewartet? Um die Welt zu retten. Ich spüre, dass der Fluss der Seelenkräfte sich verändert hat. Ich bin sicher, dass die Auferstehung der Höllenfürsten bevorsteht. Moment, aber haben wir nicht schon 3 von ihnen besiegt? Nee. Die Fürsten können nur mit dem Lufia-Schwert wirklich besiegt werden. Das Lufia-Schwert existiert tatsächlich? Yep. Ein Schwert, das mit Seelenkraft schwingt und ihre Macht verstärkt. Das ist das Lufia-Schwert. Wer hat so ein Schwert gemacht? Keine Ahnung, aber es waren sicher keine Menschen. Und vielleicht ist es auch kein Gott gewesen. Aber mit diesem Schwert können wir die Höllenfürsten besiegen? Jep, so ist es. Und wo ist das Schwert? Keiner weiß es. Lufia-Schwert ist ein Schwert, das auf die Seelenkräfte reagiert. Wenn eure Seelenkräfte das Lufia-Schwert wiederbeleben können, zeigt dieser Kristall den Weg. Nun vereint bitte alle eure Gedanken. Bling! Ah, der Strudel? Müssen wir da vielleicht runter? Die Elfe ist aber nicht lila. Ja, da hat sie was falsch gemacht, gell? Passt gar nicht zu ihrem Namen. Auf der Todesinsel ist das Schwert. So sieht also diese Todesinsel aus. Oh, wow. Und wo ist die? Es sieht aus, als sei sie im Ozean. Ich sehe einen Strudel. Ach, nee. Entschuldigung. Strudel, das muss in der Nähe der All-Eien-Inseln sein. Aber wenn sie unter Wasser ist, kommen wir nicht dahin. Kein Problem, wir müssen unser Schiff ein wenig umbauen. Machen wir ein U-Boot draus. Du bist wirklich brillant, Isaac. Natürlich, ich bin ja auch ein Genie. Aber wir haben nicht genug Energie. Wir brauchen mindestens noch ein weiteres Stück Energium. Gibt es nicht noch mehr davon in der Tanba-Höhle? Das wage ich zu bezweifeln. Da müssen wir uns wohl auf die Suche machen. Leider haben wir nicht Zeit dafür. Why? Erim, eine der Höllenfürsten, steht kurz vor der Auferstehung. Ich kann sie jetzt schon spüren.
Die Höllenfürstin des Todes darf nicht ins Leben zurück. Mit ihrer Seelenkraft werden die anderen Höllenfürsten wieder aufgeweckt. What? Das klingt ja, als wäre die Erim ein echtes Ärgernis. Schätze, wir haben nicht viel Zeit für die Suche nach dem Energium. Vielleicht gibt es etwas davon auf den Al-Ayen-Inseln. Immerhin ist die Todesinsel dort versunken. Die Chancen dafür stehen recht gut. Ja, die Al-Ayen-Inseln befinden sich nordöstlich von hier. Gut, dann machen wir uns da auf den Weg. Und Milka kommt mit. Das ist ihre Pflicht als Beobachterin der Kriege um die Todesinsel. Daichi. Was ist deine Farbe? Grün. Wenn ich das richtig sehe. Noch ein grüner Charakter. Was kannst du denn schon? Na, lass mal gucken. Oh ja. Oh ja, nicht so schlecht. Vor allem auch X sammeln, ne? Ich glaube... Nee, es macht noch keinen Sinn. Sie sollte erst vielleicht noch Zauber nachlernen. Aber ich würde Sina mit ihr austauschen. Silberrapier, kein Schild, kein Helm. Ein bisschen Klamotte hat sie. Und ist halt null aufgewertet. Nee, da wollte ich hin. So. Sie bringt halt schon 10 Punkte Gesundheit mit. Das ist halt schon nicht schlecht. Ja, im Gegensatz zu den anderen hier, die schon so hoch gepusht sind. Juris kommt nur mit 7. Isaac nur mit 9. Ich werde mal die Punkte noch aufheben und ihr ein paar Sachen beibringen später. Da sie, ich hab's gesehen, Flucht können. Können wir aber auch mit ihr machen. Und es nicht grau war, können wir also von hier ganz nach unten. Ja, sehr gut. Müssen wir den ganzen Dungeon nicht nochmal laufen. Nochmal safen.